Hallo zusammen. Hier, ich wollte euch jetzt dieses Päckchen zeigen, was ich heute bekommen habe. Ich muss nur den Namen verdecken, dass ihr das nicht so sehen könnt. Also es ist ziemlich, ja, ziemlich mittelgroßes Päckchen oder Paket, weil es hat etwas über 3 Kilo, hat sie mir gesagt, die Stefanie. Und nicht wundern, ich schaue ziemlich verheult aus, weil ich, ja, da müsst ihr einfach dieses Video davor schauen. Wo ich da ein bisschen geweint habe, aber das ist halt immer so. Und ja, das wird man das hier mal, zeige ich euch mal, ups, umklappen. Wo fangen wir denn an? Ich halte es mal kurz so, dass ihr das sehen könnt, wie das ausschaut. Und ich muss gleich dann noch ein Foto machen. Und, also so schaut es von oben aus. Und jetzt stelle ich euch mal, bin ich wieder und wie gesagt, ich muss jetzt hier mal fotografieren. Ja, Stups, geh mal weg hier, sonst. Oh, ist echt viel. Oh, wie mache ich denn das hier? Also sie, Moment. Bin ein bisschen hier verplant. Stefanie, ich kann jetzt nicht. Gleich mal hier gucken, ob er es aufnimmt. Ja, er nimmt es auf. Und ja, ich mache jetzt schon mal ein Foto, weil ich vergesse es immer ab und zu mal hier ein Foto von den Päckchen zu machen. Da, da, ja. So. Stefanie, was machst du? Ich kann jetzt nicht lesen, gleichzeitig filmen. Ich melde mich mal kurz bei ihr. So, Stefanie, ich melde mich dann später, weil ich mache jetzt deine Überraschungspost auf. Weil sonst werde ich hier nicht fertig. Und und ich habe die Kamera gerade am Laufen. Also ich melde mich später. Tschüssi! So, jetzt. Ich habe hier soweit alles hier auf Seite gelegt. Die Post auch. Sonst habe ich hier keinen Platz mit euch hier. Lalalala. Wasser. Und hier ist ein erstes Päckchen von, ich weiß nicht, wie viele Päckchen hier, die kommen schon alles hier rausgeschossen. Lilly macht langsam. Die Lilly ist immer noch am Kauen. So, schiebt euch mal hier hin. Also das erste Päckchen ist privat und nichts für Video. Also liebe Stefanie, da machst du mir echt eine große Freude damit. Und ich weiß gar nicht, was da drin ist. Jetzt schreibt sie schon wieder. Ja, sie freut sich schon auf das Video auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist privat und nichts fürs Video. Und das mache ich natürlich auch zum Schluss auf. Ey, stopp's! Nicht in die Kiste springen! Ja, rumjammern auch noch! Ja, ich habe wie gesagt, in dem ersten Video habe ich ja gesagt, dass wir umziehen und ich schon eine Kiste vorbereitet habe mit meinem Bastelzeug. Und ja, wie gesagt, das mache ich dann, wenn die Kamera aus ist. So, jetzt fangen wir aber mal an, ne? Oh, ich muss mich mal kurz nach oben setzen, so. Oh Gott, hier sitzt man so komisch. Und ach, wie gesagt, das ist eine große Kiste. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt alles anfangen soll. So, ich fange jetzt, ich weiß es nicht, mal hier an. Hier steht mal gar nichts. Und dieses Papier. Also nächstes Mal, ne, musst du mir ein Geschenkpapier mit einpacken. Ich komme nämlich gar nicht zum Einkaufen. Voll schrecklich. Und ich brauche noch Geschenkpapier. Ja. Jetzt muss ich mal hier schauen. Ich glaube, das ist dieses Gerät, was du mir letztens oder gestern oder vorgestern auf dem Foto geschickt hast. Weil sie hat gesagt, sie hat mir auch eins gekauft. Ja, das ist es. Ich habe es jetzt schon gesehen. Ja, da hat sie mir so ein Rollding gekauft. Da sind so, sieht man gar nicht da, das sind Pilze, Eulen und so ein Fliegenpilz, Feuer. Sowas da. Total süß. Dankeschön. Das hat sie mir nämlich schon gezeigt gehabt. Und
wo du hier ins Papier jetzt hin. Okay, mach mal dahin. So, dann hat sie gesagt, hier ist noch ein Brief. Kann man immer gebrauchen. Und der Vogel ist total lieb, weil ich mag sowas. Ich das jetzt hier ab. Also wie gesagt, zur Info, alle die jetzt noch dran sind, es wird ein langes Video. Weil die liebe Stefanie, die schaut gerne meine Videos an. Habe ich nämlich rausgefunden. Das hat sie mir nicht gesagt, aber das habe ich rausgefunden. Und ich bin total happy, dass die Filme auch gut ankommen. So, und der nicht länger warten kann, der schaut halt dann weg. Aha, die sind ja süß. Ah, die sind dieses Sticker-Notes oder irgendwie so. Total lieb. Dankeschön. Und ja, da ich ja kein Action habe, habe ich jetzt jemanden gefunden, der mir Action-Sachen kauft. Ist das nicht cool? Yay! Das kann ich ja ruhig sagen. Hast du die jetzt verschluckert? Hast du das Ganze wieder runtergeschluckt? Geh hier Wasser trinken. Schnell! Du Wasser trinken. Wasser. Ja? Mei. Irgendwann erstickte sie. Also wie gesagt, Dankeschön dafür. Die kann ich jetzt für die Pocketblätter gut hernehmen. Sie hatte mir... ja, das ist nicht wunderbar. Das ist so eine Glocke. Sie hatte letztens ja auch gesagt, ich soll meine Pocketblätter zeigen. Also, dass mich jemand so privat anschreibt, zeig mal bitte deine Pocketblätter. Oder ich möchte deine Videos sehen. Total süß. So, das tue ich dahin. Also diese Holzteile mache ich auf der Seite. Dann ist hier noch eins nicht beschriftet. Also ich fühle was. So wie eine Kette. Kette. Ich weiß nicht. Mach mal auf. Achso, Stefanie, schau mal. Das schaut so aus. Mein Armbärchen. Da hat sie gesagt, oh, Sternchen. Weil ich das letzte schon anhatte, wo ich da was fotografiert habe. Und sie hat gesagt, ja, sie mag Sterne und so. Und das weiß ich ja sowieso. Das hast du mir ja schon am ganz Anfang gesagt. Aber man kann sich ja immer spitzeln, ne? Der, was derjenige mag und so. Jetzt mach Platz hier. Komm, hier Platz machen. Ui! Ist das was Selbstgemachtes? Oh, bist du verrückt? Seit wann kannst du sowas? Oh, wie geil ist das denn? Schatz mal, wie cool. Also praktisch so. Ja, und das passt total. Hey, fesch. Cool. Ja, die kann ich... Oh, ich mag sowas total gerne. Weil ich habe so Modeschmuck eigentlich kaum. Total schön. Hey, du machst jetzt Schmuck? Das hast du mir gar nicht gesagt. Total schön. Also vielen Dank dafür. Das tue ich jetzt gleich. Also hättest du jetzt da was draufgeschrieben, selbst gemacht, hätte ich zum Schluss aufgemacht. Kennst mich doch. Also vielen Dank. Das Papier tue ich dahin. Nein, Lili, du bleibst jetzt hier. Ich kann jetzt nicht aufstehen nach dem Video. Dann, welches mache ich jetzt? Oh, ich weiß gar nicht. So wie das Päckchen. Ah, hier ist noch was Privates. Also nichts fürs Video. Zeige ich euch. Aber da steht sogar drauf. Das kommt auch hier hin. Lili, mach Platz. Und dann, da hat sie hingeschrieben, zum Beispiel, hier ist ein Umschlag. PL, der dir so gut gefallen hat. Ja, welches denn? Du hast mir vieles geschickt. Und das sind so Schmetterlinge, Holzschmetterlinge. Muss ich gleich mal abmachen, weil ich die da wieder hernehme zum Basteln. Ach, hast du die mit dem Heißkleber gemacht? Ja. Heißkleber, das ist ja wieder so ein Thema. Da mache ich, glaube ich, noch ein Video dazu. Das passt eigentlich nicht hier hin. So, die Schmetterlinge tue ich dann hier hin. Ich glaube, das mache ich dann, das schaut hier schon aus, mache ich zum Schluss aus. Zum Schluss auf, so rund. So, dann hast du mir hier so ein mega langes Sticker oder Aufkleber steht hier. Ja, sie hatte, oder sie war einkaufen bei Action und so. Dann hat sie mich gefragt, ob ich etwas ab... Naja, ob ich etwas davon abhaben möchte.
Und das fand ich total cool von dir, dass du mich gefragt hast. Natürlich musste ich mich entscheiden und es war total schwer. Und oh, ich wollte doch nichts, dass du mir noch leer ausgehst. Und dann hat sie mir noch was beigelegt. Also auf jeden Fall dieses hier. Diese Sprühe finde ich einfach cool. Die sind zwar auf Englisch, aber naja, vielleicht lerne ich doch jetzt Englisch. Mal sehen. Da steht Love, das Angel, Boy und ich weiß nicht was. Und Flirt und süß und Baby und so gute. Gute heißt wie süß oder irgendwie. Fragt mir nicht, ich weiß es nicht. So, dann Auszeit. Ich glaube, das mache ich auch zum Schluss auf. Kann mich leider nicht so recht entscheiden. Hast du auf dem Foto entdeckt? Ich habe was auf dem Foto entdeckt. Was habe ich denn? Du hast mir die letzten Tage so viele Fotos gezeigt, ich weiß gar nicht mehr was. Was du meinst? Auf dem Foto entdeckt? Auf dem Foto entdeckt? Was habe ich denn auf dem Foto? Ach, das war in der Schule. Ja, jetzt fällt es mir auf. Ja, da habe ich was gesehen und habe gesagt, die finde ich total cool und die kann man bei zum Beispiel bei Doreen auch kaufen. Das sind sowas da, also solche Umschläge. Die finde ich total klasse. Genau meine Farben. Also, du weißt Bescheid. Und dann habe ich hier noch so Lebkuchenmänner gekriegt. Total süß. Und die kann man natürlich auch eingießen für nächstes Jahr. Oh, Lilly, nicht an die Tür. Und ja, vielen Dank. Habe ich auf dem Foto gesehen. Wenn du mir nicht so viel Zeugs... so viele Fotos mir zeigen würdest, dann ich weiß doch nicht, irgendwann weiß ich das auch selber nicht mehr. Hier steht, nein, da sind bestimmt TikToks drin, aber das hier steht nämlich gar nichts. Komm hier und mach Platz. So ist fein. Ich mein. Lecker? Also es schlägt schon mal die Zunge. Ob es lecker ist? Ja, das sind die Mini-TikToks. Oh, wie putzig. Und gleich so viele. Oh. Ja, du weißt Bescheid, die nehme ich dann mit, wenn es soweit ist, ne? Du weißt schon was. Was ist das? Orange? Pfefferminz? Oh, und die riechen so gut. Oh. Also grün, orange, in weiß und nochmal orange. Ja, schau mal. Die riechen gut, aber die kannst du dann nicht essen. Nein. Ist alles für Frauli. Hör doch mal auf zu hecheln. So. Mach Platz. Mach doch mal Platz. So ist fein. So. Das hat noch kein Ende. Hier kommt ein Umschlag mit Schnippschnapp. Steht da drauf. Da habe ich mir, glaube ich, vor längerer Zeit Scheren gewünscht. Weil meine... Ich habe auch noch keine Schere hier. Meine kaputt gegangen sind. Also die sind total unscharf und... Oh, wie geil ist das denn? Schaut mal! In meinen Farben. Ist das nicht genial? Cool. Da brauche ich eins für später. Zum Aufschneiden. Ach, ich lächle hier so aus. So, also auf jeden Fall 2 Stück. Vielen Dank. Und genau meine Farben. Aber das weißt du ja schon, welche Farben ich so mag, gell? Schnipp, schnapp, schnipp. So, dann kommt eins. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Schütteln und raten. Ah, das sind TikToks. Nein, das mache ich auch zum Schluss. Da habe ich keinen Platz mehr. Auch zum Schluss auf. Tue ich das dahin und nicht vergessen. Dann hier steht nichts. Also, das kann man rascheln.
Stanze? Ist ja genial. Was ist denn das? Ach man, wie geil ist das denn? Ein Quietschi-Stanze. Hey, wo hast du das gewusst? Ich habe mich doch gar nicht. Ich habe mich doch gar nicht geäußert, dass ich Tanzer brauche. Ich hab's mal nicht süß. Hey, was machst du da? Husch! Also ein Stanzer aus Quietschi. Ich habe mir letztens, ich weiß nicht wo, Stanzteile gekauft. Genau. Und ich habe 100 Stück, 1 Euro. Was ich. So, ein Stanzer ist ja genial. So, was haben wir denn da? Hier ist so ein Ding. Ist da ein Washi-Tape drin? Also fühlt sich irgendwie so komisch an. Und? Und. Nein. Ah, das sind Blumen. Oh, die mag ich ja auch total gerne. Ey, was willst du denn? Das ist nichts zum Essen? Ja, das ist nichts zum Essen. Da sind 24 Blumen dran. Was macht? So. Davon habe ich auch eine Menge. Oder ein paar. Muss man so sagen, ein paar. Also vielen Dank dafür. Mag ich total gerne, weil vor ein paar Jahren, glaube ich, waren die ganz in. Lele, mach Platz. Also ganz in. Und ich weiß nicht, ich habe so viel gekauft. Das war Wahnsinn. Aber so ist es nun mal mit dem Hobby, ne? Dann ist hier einfach so. Einfach so. Da ist wieder so eine Verpackung drauf. Die hat es selber gemacht. Da ist natürlich ein Schneemann. Ein Schneemann. Einen Schneemann. Tic-Tac-Verpackungsbox, wie auch immer. Die ist ja genial. Oh, mei. Ja, das kann man so rausnehmen. Ist ja cool. Ah, ich glaube, das bleibt so. Das esse ich nicht. Das ist eigentlich viel zu schade zum Essen. Du hast ja Ideen. Ey, Wahnsinn. Das müssen wir dann wieder reinstecken. Ich muss jetzt kurz mal hier schreiben. Das nicht. Warte. So, also hier. Dankeschön. Die esse ich natürlich nicht. Die kommt gleich in mein neues Zimmerchen. Auf dem Schreibtisch. Oder mache ich das da halt? Oh, bist du sehen, ne? Oh, genial. Genial. Hey! Also, und hier ist noch. Achso, hier habe ich noch ein Klebezeugs hier. Einfach so. Wie einfach so? Einfach so gibt's nicht. Weil ich kenn's noch nicht. Das ist einfach so. Einfach so. Einfach so. Oh, wie süß, Schatz. Hat das so ein Anhängerding? Schatz. Ah, oh, wie geil ist das denn? Weihnachten. Ist ja putzig. Schneemann. Ich glaube, du stehst auf Schneemann. Kann nicht sein. Aber total lieb, dass ich sowas kriege. Weil das ist ja für die neue Wohnung auch gedacht. Für nächstes Jahr. Dann können wir ja Weihnachten wieder feiern. Dieses Jahr haben wir leider auch kein Weihnachten gefeiert, also kein Silvester, kein Weihnachten. Das kommt gar nicht in die Tüte, dass wir das noch haben. Ja, das Handy spinnt wieder. So, einfach so war das hier. Ja, ihr geiert schon hier, ha, auf das Papier. Dann habe ich, ach Gott, kann mich gar nicht entscheiden. Leute, sie hat sich ganz schön viel reingehauen. Also eins... so einfach genial. Da hat sie hingeschrieben Vintage. Ich mache so Vintage, aber ich habe jetzt so nicht so viele Sachen.
wo ich dann hergehen kann zum Verbasteln. Ah, hier. So eine Maus. Na, Schneckele. Du bist mein Schneckele. Ja, Schneckchen. Oder Schneckchen oder so. Dann habe ich, was sind das? Aufkleber. Boah, die sind total cool. Schaut mal, wie schön. Die sind richtig schön zum, für die Pocketblätter. Letter oder Blätter? Pocketletter, Blätter, wie auch immer. Auf jeden Fall. Total cool. Mir gefallen die total schön. Wahnsinn! Und schaut mal das an. Oh! Mann, wie geil ist das denn? Danke, danke, danke! Yeah! Ah, ich freue mich so, ich freue mich so! Ja, 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 ich freue mich so! Lalalala! So machen wir die zusammen. Lili, du nervst jetzt! Die zappelt da hier immer rum. Hier sind die Holzteile. Der da oben, der verrutscht die Stühle. Oh, schlimm. So, wie gewünscht. Habe ich mir was gewünscht? Ja, ich habe mir was gewünscht. Was habe ich mir denn gewünscht? Das ist das, wo du nicht mehr wusstest, wie viel du das machen solltest. Ja, stell's mal vor, ich habe so einen komischen, so eine Art Zettel gefunden in meiner Sammlung. Ich wusste einfach nicht, von wem das ist. Und dann habe ich gesagt, ob sie mir sowas machen könnte mit ihrer Maschine. Weil die hat so eine Maschine, wo, ich weiß gar nicht, Papier aufschneiden kann und Flotter oder irgendwie so. Ich will ja euch jetzt nicht was Falsches sagen. Auf jeden Fall, die kann alles. Auf jeden Fall habe ich ihr das gezeigt. Und dann hat sie mir, die liebe Stefanie, hat sie mir sowas gemacht. Yay! Da steht Handmade, Wischloff. Und das Coole, das sind Aufkleber. Das ist ja was ganz Heißes. Und dann die Herze. Also die Herze habe ich nicht gesehen auf dem Foto. Aber total cool. Also vielen, vielen Dank, dass du mir die Sachen gemacht hast. Und gleich so viel. Also schon Matzen. Matzen. Oh mein Gott, das ist ja ganz eine Menge. Bist du verrückt? Ah! Meine Güte. Du bist ja wahnsinnig. Hab dich aber trotzdem lieb. Also, wie gewünscht. Teil 1. Du musst jetzt da hinstellen und nicht, dass es doch nach hinten rutscht. Oh, was ist denn? Na, oh, Moment, Telefon. Bin ich wieder da? Ich habe ein langes Telefonat gehabt von meiner Mama. Jetzt machen wir hier mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind, vor lauter Reden. Ich muss es auch mal schauen, ob es wieder aufnimmt. Das ist ja, wisst ihr ja schon, wie das funktioniert. Ach, ja. Schlimm, schlimm. Ja, nimmt es auf. Die Zeit wäre ja, glaube ich, eh schon am Ende gewesen. Das habe ich das Telefon eh schon gleich hier bei Rat. Ja, der Akku ist schon wieder leer. Ja, wir müssen uns unbedingt neue Telefone kaufen. Die sind die alten, die taugen gar nichts mehr. So, So. Ja, und wie ich sehe, hast du mir auch ein Weihnachtsgeschenk. Also, das hättest du jetzt echt nicht brauchen müssen. Machen müssen. So. Hier ist ein ATC-Tausch. Ja, da haben wir auch noch getauscht. Eine muss ich auch noch, glaube ich, suchen. Aber ich glaube, die habe ich mir schon auf Seite gelegt für dich. So, da habe ich mir was ausgesucht bei ihr. Oh, das waren 4 Stück. Oh mein, das ist total schön. Wie hast denn du das gemacht? Ja, da hat sie sich, glaube ich, bei mir einen Stempel gekauft, glaube ich. Oder haben wir den getauscht? Ich weiß nicht mehr. Dann hat sie auf jeden Fall so ATT gemacht. Und auf der Rückseite hat sie nämlich das auch schon beschrieben. Wow, mit so einem Glitzerstift.
hast du eine geile Schuft. Dann hat sie so zwei Lebkuchenmänner, Lebkuchenmann und Frau gemacht. Hinten auch wieder beschrieben. Das brauche ich euch ja nicht zeigen. Und, oh, wie süß. Meine schaut total cool aus. Wo gibt's diese Stifte? Gibt's die auch bei Action? Da ist auch eins. Süß. Total putzig. Das ist der. Und dann habe ich mir hier noch ein Füchsi. Der ist total knuffig. Schaut's mal. Total hübsch. Den werde ich aufhängen in mein neues Zimmerchen. Die tue ich alle aufhängen. Total cool. Dankeschön. Auch da ist auch eine Glöckchen. Ein Glöckchen dran. Oh, der Füchsi, der ist so süß. Mein, so clean. So, dann hat sie mir noch ein Glücksbringer oder was ist das? So ein Marienkäfer-Schachtelchen. Hast du das jetzt per Hand gemacht oder hast du das auch mit deiner Maschine gemacht? Ei. Was? Glückslichtlein? Oh. Da ist ein... Hast du die Kerzen auch selber gemacht? Auf jeden Fall, da steht... Wenn das Wachs flüssig ist, kannst du am Boden etwas lesen. Vorher nicht? Das geht gar nicht raus. Ah, das hast du nämlich abgeklebt. Das geht gar nicht raus. Okay. Dann werde ich das mal die Tage mal, na, am besten im neuen Jahr mal anzünden. Und zu lesen, was da drin steht. Oh, wie cool ist das denn? Dankeschön. Die ist total putzig, die Mini-Schachtel. Dann machen wir das mal, ne? Weil ich habe gedacht, das kann man ruhig nach oben ziehen, dann kann man es lesen. Aber nee, nix die Boni. Und die Krebsplättchen sind so putzig. Dankeschön. Wie cool. Jetzt hat mein Handy wieder hin. Ach, sie wartet bestimmt jetzt, ob ich schon fertig bin und so. Aber wie gesagt, der Anruf war auch sehr wichtig. Ich habe meine Mama ewig nicht erreichen können. Ach, die hat eine neue Nummer und die funktioniert nicht und ich weiß nicht was. Und oh, dann hat die liebe Stefanie mir so ein Nikolaus. Putzig. Also hier, schaut raus. So kann man es gut sehen. Da bin ich noch am überlegen, ob ich es essen tue, weil es schaut ziemlich cool aus. Tolle Verpackung. Ah, wie genial. Hast du die Stanze oder hast du die auch mit der Maschine gemacht? Auch total schön. Ah, die passt gut mit meiner hier Weihnachts ja, Deko-Zeugs da hier rüber. Ja, ich bin ja hier noch gar nicht sicher. Da hat sie hier noch ein abgebackenes Geschenkpapier von Lieblingsladen. Ja, welcher Lieblingsladen habe ich denn? Ding, ding, ding. Ich glaube, das weiß jetzt sieht schon jeder. Ja, ist halt aber so. Hä? Mir ist irgendwie warm, Leute. Ah. So, dann backen wir es hier. Nein, das muss ich hier nach oben krempeln. Ei, gleich so viel. Also ich glaube, wir Bastler haben alle diese Papiersucht, oder? Yay! Schaut mal. Papier. So schauen die Papiere aus. Eins mit Herzchen, total cool. Und das mit Grün ist auch schön. Und das zweite, also das brauche ich euch jetzt nicht, glaube ich nicht. Oder doch? Muss mal schauen, ob ich... Ah, und das zweite schaut dann so aus. Ein klein. Das zeige ich mal. Einmal in sowas da. Streifen. Ich kann das leider nicht in Schnellformat machen. Das geht nicht. Das ist eine Lila. Das ist total schön. Das hat mir nämlich so an Tapete-mäßig. Und eins. Das mit den Herzen.
eins mit dem grünen. Ich hoffe, ihr könnt das ziemlich gut erkennen. Dann kommen nochmal Herzen in Mini. Ich kann es gar nicht so, wie viele das zeigen mit Musik. Das muss ich noch lernen, wie das funktioniert. Aber ich hoffe, ihr könnt es so auch gut erkennen. Noch eins in Lila. Und eins in Gelb. Genau. So, Dankeschön. Jetzt wird es aber langsam eng hier. Und wie ihr sehen könnt, hier ist so Vintage-mäßig. So schaut es aus. Und da unten, oder muss ich euch das auch einzeln zeigen? So eins mit Schmetterlingen. Eins so Art, weiß ich nicht, Holz. Das hier. Ich glaube, diesen Block habe ich gar nicht. Eins mit der Uhr und eine Rose. Dann ist dieses dieser Kopf. Mein Mann habe ich jetzt gerade ausgesperrt, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Video noch zu Ende machen, wenn nichts dazwischen kommt. Meine Tiere habe ich schon dabei gefüttert, also müsste eigentlich jetzt gehen. Das schaut so aus. Das ist richtig Vintage. Das gefällt mir richtig. Und eins mit Hühner oder sowas in der Art. So. Ach, das juckt hier. Dann mache ich das hier hin. Und dann habe ich hier noch, der Spruch ist ganz cool. Und nervt das Leben dich mal wieder, streu Glitzer drauf und lach drüber. Oh, das ist total cool. Also diesen Spruch musst du mir unbedingt nochmal abstimmen. Der ist total cool, der passt richtig gut zu mir. Ah. Ja, und wenn ich keinen Glitzer habe, dann schaut's alt aus. Nein, Schmarrn. Auf jeden Fall hat sie mir so ein riesiges, das sind bestimmt Glitzerdinger, weil ich glaube, die waren im Angebot bei Kick oder so. Wir haben, glaube ich, den Laden gar nicht. Oder Taco? Nein, ich weiß es nicht. Aber irgend so ein Laden halt. Oh mein Gott, bist du wahnsinnig? Ah, wie geil ist das denn? Mein Gott, du bist wirklich ein Schatz. Ah! Oh mein Gott, oh, dieses Türkise. Ah! Und dieses rosa. Oder dieses das da. Oder das da. Oh, wie schön. Danke, danke, danke. Ja, ich glaube, die haben 1 Euro sowas gekostet, glaube ich. Und ich hab da noch einen Scherz gemacht. Ja, bring mir 10 mit. Nein, tue ich nicht. Du kannst das mitbringen, was du. Was du ergattern kannst. Das hast du gesagt. Aber total cool. Vielen Dank dafür. So, jetzt kommen die Weihnachtsgeschenke. Ach, das habe ich jetzt gar nicht fotografiert, ne? Mache ich das mal schnell? Andersrum. Andersrum, wie das da jetzt da drin ausschaut. Meine Hand ist im Weg, aber das ist ja nicht schlimm. So, da. Da hat sie mir noch Weihnachtsgeschenke mit beigelegt. Eieiei, das musste echt nicht sein. So, was mache ich denn jetzt auf? Mache ich das hier auf oder mache ich dies hier auf? Ah, ich mache das hier auf. Oh, das ist voll schwer. So schaut es aus. Ich glaube, das ist... Da ist ein Loch. Ein Bilderrahmen oder so? Oh nein, hast du das wirklich gekauft? Oder hast du... Ah, du bist ja verrückt. Nee, ne? Jetzt hör mal auf. Sonst heule ich schon wieder. Sag nicht, du hast es noch. Nein, ehrlich? Oh nein. Oh, jetzt habe ich schon wieder Baby in den Augen. Nein, du bist doch verrückt. Nein. Nee, das, du bist echt. Was? Da kommt alles geflogen hier. Nein, um Gottes Willen. Du hast zu mir gesagt, du hast Karten nicht mehr. Oder irgendwie so.
Aber das hat mir. Ja, sie hatte mir ein Bild gezeigt. Eigentlich waren es zwei Bilder. Aber dann habe ich gesagt, Mensch, und das war so riesig. Und ich habe gesagt, ey, das ist doch was für mich. Und dann, oh nein, dann kriege ich das noch. Oh Gott. Nee, du bist echt. Nein! Oh! Soll ich euch das zeigen, was sie mir geschenkt hat? Du bist dort zu Hause, wo sich dein Herz daheim fühlt. Oh, das ist aber. Schaut mal, wie geil ist das denn? Oh nein! Aber der Knüller, das geht ja auch an. Schaut mal, wie geil ist das denn? Oh nein! Du bist ja verrückt! Oh, wie geil ist das denn? Oh, das muss ich nachher mal meinem Kind zeigen. Nein! Oh, du bist echt verrückt. Nein! Jetzt war ich schon wieder. Nein, ich. Nein, das ist ein Freundschaftstränen. Oh, das ist. Nein! Also, Stefanie. Nein, du bist eine Verrückte, ey. Boah. Ich hab schon was geahnt, aber nicht das. Nein, mein lieber Scholli. Hast du das selbst gemacht? Schaut irgendwie geil aus. Aber auf jeden Fall, das kommt in mein Zimmer auf. Irgendwo, wo ich das immer sehen kann. Das ist. Oh, das hat mir so gefallen. Und ich habe gesagt, ach mein, und das wäre doch was für mich. Und das passt richtig zu mir. So, jetzt klebe ich hier überall fest. Oh, das Papier ist auch geil. Muss mal aufheben für nachher. Vielleicht kann ich da was basteln oder so. Mei! Du bist echt eine Maus, bist du. Und dann noch dieses Schmuckzeugs dazu. Oh, wie geil ist das? Nein. Also, mein Mann hat es ja schon gesagt, dass du eine verrückte Nudel bist. Oder eine verrückte Maus oder wie auch immer. Aber du weißt ja, wie ich das meine. Oh Gott, nein. Nein. So, jetzt geht's weiter mit frohe Weihnachten. Okay, wir haben jetzt nicht Weihnachten, aber wir haben bald Neujahr und ich bin mega happy, wenn das Jahr echt rum ist. Ich habe mit meiner Mama schon telefoniert und ich habe gesagt, nee, ich bin echt froh, wenn es vorbei ist. Also, ich will sowas nicht mehr erleben. So, was hast du mir da gemacht? Ah, süß! Was ist denn das? Kann man das aufmachen? Oh nein, was ist das denn das? Eine Eule! Ich mag aber zwar keine Eulen, aber die Eule mag ich bestimmt ganz gerne. Du bist ja eine. Und noch ein Pink, ne? Also ehrlich. Nee, die kann man wirklich aufmachen. So, ich mach's nochmal. Und da ist ein. Na, wie heißt denn das jetzt? So ein Lippenbalsam oder sowas in der Art. Oder? Lipgloss. Balsam. Boah, wie geil ist das denn? Eine Eule. Stell dir mal vor, ich gehe jetzt. Ich fahre jetzt zum Arzt und bock die Eule. Und dann mache ich mir die Lippen. Aber ich glaube, das muss ich gleich mal ausprobieren. Und es riecht aber lecker. Was macht man damit, wenn die ganz weiß sind? Muss man die in den Kühlschrank stellen? Wie geil ist das denn? Das schmeckt nach mir. Oh, total putzig. Oh Mann, wie süß. Mann, jetzt habe ich eine Eule gekriegt. Das Papier ist auch schön. Schau mal. Sterne. Nein. Du bist mir eine. Ja, ich bin jetzt schon aus der Latsch. Kippe jetzt auch schon. Kipp ich jetzt schon. Die ganzen Koffer, die Dinger springen mir schon entgegen. Und jetzt mache ich das hier auf. Ist das ein Schnaps? Nein. Ach, ich weiß. Ist es der Kleber? Ich habe doch irgendwo einen Kleber von dir gesehen. Ist es das da? Jetzt schauen wir mal gleich. Nein. Gut, dass ich mir die Schere schon zurechtgelegt habe. Oh. Ich muss schauen, ob es noch aufnimmt. Entschuldigung. Aber wer wisst ja, mein chaotisches. Sowieso. Ja, er nimmt es auch auf. Ach Gott, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das sehe ich gerade, aber der schaltet sich nach einer gewissen Zeit um. Oder ab. Ich muss dann wieder einschalten.
Ja, ich hab gewusst, ich krieg den Kleber. Yay! Yeah! Jetzt habe ich endlich den Kleber. Dankeschön. Oh, wie geil ist das? Oh, den Kleber. Ja, den habe ich auf dem Foto auch gesehen. Ja, da habe ich jetzt gut geraten. So, welches mache ich jetzt auf? Mache ich jetzt das auf oder mache ich jetzt das auf? Nein, ich mache das jetzt auf. Weihnachten ist ja jedes Jahr. Hast du recht. Und da ist bestimmt Weihnachtspapier drin, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sag's dir. Wenn es jetzt nächstes Jahr wirklich klappt, dann knutsche ich dich ab. Das klar ist. Dass du schon bereit bist dafür. Nein, ich bin nicht lesbisch geworden, aber das muss sein. Oh, mein Gott! Und gleich so viel! Oh, bist du verrückt? Das hat doch eins gereicht, aber nein, die liebe Stefanie muss mir zwei geben. Oh, schatz mal! Wo geht es auf? Hier? Schatz mal, wie geil! Cool, total schön. Ich glaube, da dürfte ich mir das auch aussuchen, glaube ich, ne? War das so? Jetzt zeige ich euch mal so. Und... und so. Und das Papier glitzert total. Ich mag dieses Glitzerpapier total gerne. Und dann bin ich zu geizig, oder nicht geizig, aber ich bin dann irgendwie... perplext, oder wie sagt man da, dass man das unbedingt hernehmen muss? Naja, wisst ihr, die Papiersüchtigen kennen das schon. Und dann einmal so. Und einmal so. Ich glaube, ihre Freundin hat für sie das gekauft, weil sie hat, ich glaube, keins erwischt oder irgendwie so, hat sie mir gesagt. Und einmal so. Ich glaube, das wiederholt sich, oder? Ja, das wiederholt sich, das Papier. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Meine Güte! Was machst du denn mit mir? Also wenn ich das... ich weiß nicht, wie viele Monate das kriegen würde. Also ich wäre jetzt davon geflogen, ehrlich. Und einmal so. Das könnt ihr auch sehen, wie das ungefähr ausschaut. Aber ich blätter jetzt mal ganz schnell mit euch durch. Oh, das ist ja schön. Total cool. Und einmal so. Und einmal so. Ist auch schön. Oh, das ist ja schön. Oh, Revi, das wäre doch was für dich. Du machst auch diese Farben. Das ist Mint. Oh, und schaut mal das an. Oh, wie geil ist das denn? Und das funkelt so schön. Oh mein Gott. Und da ist auch ohne Glitzer. Und dann mit den Bäumen. Dann mit dem Schneemann. Oh, ja, 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 ja. Und das hier. Yeah. Also, jetzt bin ich beflitzt. Oh ja, dann kann das ja gut anfangen. Yay. Jetzt muss ich mal diese komischen Schnipsel-Zeugs hier auf Seite tun. So, hier ist aber noch was drin. Also erst schütteln und dann raten. Tja, das fühlt sich an wie ein Regal. Und da sind TikToks drin. Ob stimmt, weiß ich nicht. Und jetzt packe ich schnell aus. Ups, schnell geht nicht. Okay. Dann machen wir es mal langsam. Nein. Hä? Was ist das? Aber das hat... nein, das sind keine TikToks. Hä? Ah, wie cool ist das denn? Nein, das sind keine TikToks. Aber ein Regal ist es. Nein. Hast du mir jeweils eins? Oh, ich wollte auch noch eins haben. Und du hast mir zwei mitgeschickt. Oh, wie geil ist das denn? Schau mal. Das sind so Holzteile. Die mag ich total gerne. Vor allem die Schmetterlinge und die Schaufel, die Marienkäfer, Gießkanne, Vögel, Blumen, nochmal Vögel und noch etwas so vogelmäßig und Blumen. Hey, die sind ja cool. Und dann so Seepferdchen, ein Koffer, Badelatschen, Flieger. Nur Schneckerl, eine Sonnenblume, ein Seestern, ein Leuchtturm und so eine Muschel. Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie geil, wie geil, wie geil. Eieieiei. Jetzt wird's rund. Also, hier ist noch Vintage und was Putziges. Was Putziges? Du hast du machst mich ja gerade schon. Du machst mich echt schon fertig.
Nicht umkippen hier. Was Putziges? Vögeli? Ich glaube, das habe ich doch mal von dir schon gekriegt. Kann das sein? Ei. Ah, ist das so was Cooles? Oh, das ist ja geiles. Ich glaube, habe ich dir das vom Flohmarkt abgekauft? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so, aus Vintage. So Zeugs drin. Aber nicht zum Schneiden. Die sind schon gedruckt. Oh, meine Güte, das schaut ja geil aus. Schau mal. Das mit den Blumen. Eieiei. Oh Gott. Eieiei. Jetzt bin ich aber echt. Ulala. Oh, mega schön. Vielen, vielen Dank. Eieiei. Ich kann mich ja gar nicht mehr konzentrieren hier. Lauter so schöne Sachen. Oh Gott. Ich habe keinen Platz mehr hier. Leute. Und dann habe ich hier noch so eine Art Vogelhäuschen gekriegt. Ach, die sind zum selber basteln. Da steht irgendwas auf Englisch. Ich kann das aber nicht entziffern, Leute. Auf jeden Fall ist so. Ach, das hast du mir aber schon mal eins geschenkt, glaube ich. Das war beim letzten Tausch oder Überraschung. Ich denke. Cool. Vogelhäuser und ausgestanzt und die kann man dann selbst zusammenbauen. Cool. Also, Dankeschön. Hast voll den Treffer. Ja, weiß ich nicht, wie man dazu sagt. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So, was gibt's hier? Einfach mal eine Auszeit nehmen, okay. Das muss ich wirklich die nächsten. Also, nächstes Jahr muss ich das unbedingt machen. Ich krieg's nicht auf. Du hast jetzt so viel Tesa-Zeugs gemacht. Oh, nein. Oh ja, um Gottes Willen. Was ist denn das denn alles? Ey, das kommt alles so. Oh ja, Lavendel. Ja. Lavendel, muss ich sagen. Mag ich total gerne. Ich hoffe, die Kamera nimmt es noch auf. Wenn nicht, schaut's doof aus. Ich muss noch mal gucken. Ja, nimmt noch auf. Gut, dann muss ich mich noch beeilen. Also auf jeden Fall so wie die, sag's mal, Lavendelmaske für besondere Wohlfühlmomente. Oh, das ist ja schön. Dankeschön. Also, du bist echt ein voller Hammer. Hier habe ich einen Balsamkeks bekommen. Dann habe ich einen Tee bekommen. Blueberry Muffin. Ist es das? Aber ich glaube, eine Sorte mag ich nicht. Oder ich denke es doch dann trotzdem doch aus, weil es von dir ist. Das hier. Weil ich glaube, eine Sorte habe ich, zwei Sorten habe ich mir gekauft und eins davon habe ich behalten und eins habe ich der liebe Revi mitgeschickt für Weihnachten. Und dann hier steht süße Schokolade. Total lieb von dir. Und dann habe ich natürlich Baden. Krönchen bekommen. Nach Pfirsich und Mandeln. Oh, ja, das ist beim ersten Mal hast du mir auch eins mitgeschickt. Von mir für dich. Oh, ist ja cool. Ah, wie toll ist das denn? Ist da ein Kettchen drin? Nee, ist nur zum Befestigen. Also sowas. Beim ersten Mal hast du mir Rosen Duft oder irgend sowas mit reingelegt. Also das fand ich auch total klasse. Dann hast du natürlich in Schwarze getroffen, ne? So, ihr lieben Schnuggis. So, das packe ich jetzt mal hier. Und hier habe ich noch ein Post, nee, nicht Post, Pocket Blätter für mich. Aber was ich angeblich auf dem, was? Pocket Blätter, der dir so gefallen hat. Und wehe, das ist jetzt da drin, was ich meine. Dann kriegst du ein extra Knutschi von mir extra verpasst. Ich kann das hier nicht so auspacken. Nein, ich glaub's doch nicht. Ich glaub's nicht. Oder? Hä? Hey? Ups. Nee, das ist gar nicht. Nein, das ist was anderes. Aber. Hä, das gerade da? Ach doch, das habe ich mir ausgesucht von dir. Ja, wie geil ist das denn?
sich. Schätz mal, das sind so Vögel. Schätz mal. Ist das nicht geil? Und auf der Rückseite ist Holzteile. Ja, weil ich glaube, das hat sie also doch mit, irgendwie doch mitgekriegt, dass ich Holzteile total gerne mag. Und ich weiß jetzt nicht, können Sie das so weit sehen? Die kleinen Vögel sind so putzig. Cool. Das sind, zeige ich euch mal, ich muss mal schauen, ob ich das so eigenermaßen geht. Ich habe hier Eulen bekommen, 3 Stück. Und 3 süße Füchsis. Ah, wie süß, die sind so putzig. Und 3 Vögelie. Und jetzt muss ich mal schauen, dass es da nicht gleich rausrutscht. Dann habe ich Eichhörnchen gekriegt. Ach, und dann habe ich noch so Pickmatze gekriegt. Total putzig, dankeschön. Und nochmal Eulen bekommen. Ey, also, du hast meinen Steckbrief genau gelesen, wa? Wo ist denn hier der Anfang und wo ist das Ende? Ich zeige euch das mal. Dann habe ich hier nochmal Eulen gekriegt und Pilze und die kleinen süßen Igelchen, die mag ich total gerne. Ich habe da irgendwo in meinem Bastelzeug habe ich da so einen Igel ausgestanzt bekommen. Von irgendjemand, ich weiß nicht mehr von wem, auf jeden Fall, das hat mich so erinnert. Oh, das ist ja total süß. Dankeschön. Boah. Ich glaube, das war's schon. Weil die anderen Sachen darf ich nicht vor der Kamera auspacken. Also das hier darf ich nicht vor der Kamera auspacken. Und das mache ich natürlich auch nicht. Ja. Vielleicht mache ich da ein extra Video, aber das ist dann halt geheim. Nur sie darf das dann sehen. Und da müsst ihr jetzt damit einverstanden sein, weil das ist halt was Privates. So, meine Kamera hat sich schon lange von mir verabschiedet, aber ihr kriegt jetzt noch einen Gruß von mir. Also wie gesagt, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Sage ich jetzt schon mal, es kann sein, dass ich nachher schon Buh mache oder wie auch immer und ist egal. Auf jeden Fall, ich hatte einen schönen Tag. Naja, schönen Tag. Ein bisschen stressig gewesen, aber naja, wie auch immer. Und bedanke mich ganz herzlich nochmal bei dir, liebe Stefanie, für die schönen Sachen. Da hast du mir wirklich ein Stein von Herzen oder wie sagt man da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit dem schönen Bild hier. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das Haar. Ah, oh, das ist meins. Und die Williams auch meins. Und ich bin total mega, mega froh. Und ja, es gibt noch ein extra Video nur für dich, liebe Stefanie. Aber nur für dich. Das kriegt keiner zu sehen. Also mein Mann. Und ansonsten sage ich erstmal